perfekt. Herzlichen Dank für Ihre überaus originelle Massenmail. Sie sind schon der Dritte, der bei mir abbestellen will. Ich habe wörter@leike.com. Sie wollen zu wörter@leike.com. Liebe Emma Rothner, darf ich Emmy sagen? Ist das ein virtuelles Freundschaftsangebot? Ich treffe mich mit einem anderen Mann. Wie? Liebe Emmy, kennst du dich mit Pflanzen aus? Nicht sonderlich. Warum? Franka Gummibaum, bin jetzt im Gartencenter. Die brauchen sich ja nur ein einziges Blatt anzuschauen. Du hast den ganzen Baum mitgeschleppt, stimmt's? Liebste Emmy, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich deine Stimme im Kopf habe? Lieber Leo, wenn wir uns schreiben, fühle ich mich wie ein Schokokuss in der Mikrowelle. Ein Schokokuss in der Mikrowelle ist so ziemlich das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Es sind doch nur wir beide hier, auf unserer virtuellen Insel, die ehrlichste Version von uns selbst. Habe ich dir eigentlich schon mal vom Nordwind erzählt? Wenn mein Fenster offen ist, kann ich nicht schlafen. Und wenn du dich um 180 Grad drehst und mit den Zehen zum Fenster schläfst? Mit wem schreibst du da? Keiner, den du kennst. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Du bist verheiratet? Soll ich mich etwa schuldig dafür fühlen, dass ich eine Nacht mit meiner Ex verbringe, während du dein ganzes Leben mit Bernhard teilst? Ich streite nicht gern mit dir, Leo. Ich klebe an dir wie die Seepocke am Arsch des Buckelwals. Du solltest wirklich an der visuellen Attraktivität deiner Gleichnisse arbeiten. Emmy ist meine Flucht. Das ist einfach wahnsinnig und Schuss vor wirklicher Nähe. Damit sehe ich. Gut. Emmy. Emmy. Ich schreibe gerne. Emmy. Emmy schreiben ist Emmy küssen. Ich könnte 1000 Mal Emmy schreiben. Leo, ich hab dich sehr, sehr gern. Ich hab dich auch gern. Wenn wir nie etwas Reales teilen, wie lange wird unsere Insel noch ausreichend sein? Du bist fantastisch gut gegen Nordwind.